Bevor das Video losgeht, ihr macht so eine Scheiße bitte niemals zu Hause nach. Ich bin ein Profi, ich habe hier Lizenz für Boom Boom. Aber ihr dürft hier nichts machen. Und bei Daniel? Boah Leute, schaut mal, ich hab's fast geschafft. Seo, du wurdest auf Platz 2 der besten YouTuber gewählt. Ah, das ist mir scheißegal. Wirklich? Hallo. Leute, ihr überrascht mich immer wieder, ohne Scheiß. Als mir dieses Video über Twitter zugeschickt worden ist, dachte ich mir, ah, nicht schon wieder jemand, der YouTuber in eine Rangliste gestellt hat, weil sowas geht ja gar nicht. Denn wenn man jetzt sagt, wer ist besser, Germans Play oder Julian Bam, dann muss ich sagen, das geht gar nicht. Die beiden machen so verschiedenen Content, das kannst du nicht vergleichen. Als weg damit, das interessiert uns gar nicht. Das heißt andererseits... Das geht doch nicht! Ja, die neue geht mal wieder gewonnen. Ich wollte wirklich wissen, auf welchem Platz ich bin. Also sah ich nach und auf Platz 10 war Keggy, was ich verstehen kann, weil der Typ ist echt cool. Und dann kam Paluten, wo ich mir schon dachte, wow, ich bin da wirklich drüber, weil ich meine, Palle hat doch mindestens 10-mal so viel Zuschauer wie ich und echt eine kranke Fanbase. Platz 8 war dann Gronkh und ihr wisst, okay, ich würde mich jetzt auf keinen Fall da drüber stellen wollen. 7 war Tanzverbot, 6 war Nebelneek, 5 war Germans Play. Ich bin gar nicht in der Liste, kann es sein? Platz 4 war Domtendo, oh, das ist auch ein ziemlich geiler Typ. Soll ich mal zu ihm How to Be machen, dann hier oben abstimmen? Juhu. Platz 3 war dann Alblali. Es hätte mich auch gewundert, wenn er nicht wüsste, wer. Und dann war es soweit. Und auf dem vorletzten Platz mit 270 Stimmen und 4,4% steht... Seo. Jo, Seo auf dem zweiten Platz. Und wetten die ganzen Zuschauer dann so... Wer? Das geht doch nicht! Immerhin ist Seo nicht so bekannt und auf dem zweiten Platz von den besten YouTubern Deutschlands ist wirklich not bad. Ich habe sogar die Theorie, dass Need to Know von mir noch nie was gehört hat, weil er hat als Beispielvideo Chill the Basics eingeblendet, was ja nicht unbedingt jetzt ein Video ist, wo man... was meinen Kanal repräsentiert. Also ich glaube, wenn neue Zuschauer sowas sehen, glauben sie, aha, es ist ein Kanal, da geht's nur ums Biersaufen. Prost, ihr Säcke! Was? Was? Nein! Warum jetzt denn bitte keine Werbeeinnahmen mehr? Was kannst du eigentlich? Ach ja, noch Platz 1 war dann Julian Bam. Wer hätte es gedacht? Oh, danke für die Ehre. Ich scheiß mich gleich ein. Und nochmal muss ich erwähnen, dass diese Liste auf keinen Fall aussagt, welcher YouTuber besser als der andere ist. Vor allem würde ich mich nicht über Gronkh und Nebelneek stellen, aber es ist Geschmackssache. Es ist wirklich, man kann es nicht vergleichen. Ich finde, solche Listen zeigen eher, wie stark die Community hinter einem YouTuber steht. Und da könnt ihr euch alle mal wirklich selber auf die Schulter klopfen, weil es ist nicht das erste Mal, dass ihr mich irgendwo reinvotet oder vorschlägt oder irgendwie nur empfiehlt. Das ist wirklich... super cool, dankeschön. Ich trinke auf euch! Dank euch habe ich seit über 5 Jahren Freude daran, Videos zu produzieren und diese dann zweimal die Woche herzuzeigen. Und das ist schon krass, weil ich hätte mir damals eigentlich gar nicht so viel gedacht, als ich mit YouTube angefangen habe und dann plötzlich kommt ihr daher. Hahaha, Videos schneiden macht so Spaß! Was ist das? Wir kommen hier, was auch passiert, bleibt bei mir. Wir stehen auf, wir drehen auf, wir halten fest zusammen. Boom, boom! Hey, hast du mein Handy gesehen? Hä, was? Warum hast du das gemacht? Es ist das noch, es aussieht. Ich meine, ich meine. Warum? Ich wollte nur, ich würde niemals. Du kannst doch nicht einfach. Ja, klar, ich meine, ich weiß auch nicht. Ich meine, lass mich doch mal ausreden. Wow. Der Grund, warum mal wieder so ein Video kommt, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Man macht ja immer genau die Videos, was einen ja immer irgendwie beschäftigt gerade. Und als ich am Sonntag einfach dieses Video gesehen habe und danach noch 2 weitere Animationen von euch. Das Geile ist, da der Pinguin keine Arme hat, fällt der um wie so eine Säule. War ich einfach in einer, oh, meine Community ist schon einfach super cool Stimmung. Es ist einfach schön, seinen Tatendrang durch YouTube zu stillen und einfach ungezwungen herumzuexperimentieren und sei es auch nur, dass man ein Handy in die Luft jagt oder so. Ich meine, es gab aber keinen großen Grund, das zu tun. Ich hatte halt ein altes Handy und noch einen Böller übrig, also warum nicht? Leute, was passiert hier gleich? Als kleiner Hinweis, ich habe einen Böller, ein altes Handy, einen Pappschachtel. Und ich habe den Feuermelder abgehängt. Okay. Und falls du mich mal treffen möchtest, bin ich am 28. Juli auf dem Typ Munich. Das ist ein YouTuber-Treffen in München zusammen mit Falco und Pocket Hazel. Das kostet gar keinen Eintritt. Meistens sind wir sogar eine super kleine, gemütliche Gruppe und hängen einfach mal einen Samstag miteinander ab. Also man kann da wirklich ganz in Ruhe quatschen. Das ist nicht sowas wie Videodays oder so, irgendeine große Veranstaltung. Dann habe ich mein Kanaldesign ein bisschen erneuert, weil es aber mal wieder nötig war. Obwohl sich mein Profilbild einfach nicht aktualisiert. YouTube, what the hell? Das war gerade eine Domtendo-Anspielung. Nintendo, what the hell? Was gibt's sonst noch so zu sagen? Ah ja. Der Gaming-Kanal, auf dem täglich Videos kommen, hat bald die 40.000 Abonnenten erreicht. Auch an der Stelle ein Dankeschön. Und wie jeden Mittwoch bin ich gerade online auf Twitch. Könnt gerne mal vorbeischauen und dort folgen. Wenn es sehr gut läuft, haben wir sogar am Ende des Monats schon unseren 300.000 Abonnenten-Stream. Das wird echt super. Zumindest fand ich damals den 100 und den 200.000 Abonnenten-Stream total cool und freue mich schon mega drauf. Wird echt, also ich gebe mein Bestes. Jetzt könnt ihr euch gleich auf einen super geilen Tanz in der Endcard freuen. Aber bevor das kommt, auch hier schnell der Spruch wie immer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like bzw. ein Abo da.